Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Spielchen. Und zwar spielen wir heute The Event, die Demo. Und wir gucken auch direkt rein. Sieht zumindest schon mal vom Main-Menü. Ja, lässt groß hoffen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Okay. Interessant. Wo sind wir? In einem Büro? F. A letter to the General Manager. I'm writing to invite you once again to stop performing operations on decased patients' bodies. They should be given a proper burial? This ain't burial. You will regret your choices, Father Lucas. Oh Gott, das ist schon wieder eine Kirche. Was ist das? I smoke those? Okay, er ist Raucher. Locked. Okay. Warum ist das so leise? Was ist das? The light bulb is burned out. Okay. The head is missing. Stimmt. Gucken wir mal, was wir hier noch so im Schreibtisch finden. Locked. Notebook Update. Tab. Looks like the drawer's key. Ah, das ist gut zu wissen. A notebook. Writing might help me remember. An office? Do I work here? I can't even remember my name. Das ist natürlich dann schlecht. Aber dann können wir zumindest hier jetzt mal aufmachen. Was ist das? A light bolt. Okay, damit könnten wir wahrscheinlich hier hinten erstmal Licht anmachen. Okay, cool. White Knight found. There's no time for this. Also Chat, wir machen mal kurz Pause. Nein, Spaß. Gut, wir haben dafür keine Zeit. Ja, was flackert hier? Warum? Okay. Gut. The head is missing, das hatten wir schon. Was haben wir hier noch? Feines. Construction Report. The electricity. Die Elektrizität has gone out in some areas of the structure. We will sample the Orsley electricity generator for the most important equipment. For lighting, I recommend the use of torches and candles. Coordinator J. Mads. Okay. Also wir sollten auf jeden Fall Kerzen. Das heißt, wir brauchen ein Feuerzeug oder irgendwas in der Art. Um weiterzukommen. Können wir denn hier raus? Blocked from the inside. Ja, dann entsperr doch. Wir sind doch drinnen. Ja, da ist so ein blutiger Handabdruck. Office Key. Ja, okay. Dann lass uns doch mal rausgehen. Es ist aber auch super dunkel wieder. Ich sehe wieder nichts. Sind da rote Augen? Hey. Ho. Okay, wir sind auf jeden Fall der Direktor. Ich sehe nichts. Oh, Exit. Exit finde ich gut. Note from the constructor worker. Why did they put the valve for the pipes inside the receptions? Who designed this place? Ja, das ist immer eine gute Frage. Ach du, I need to find a way out to open this. Fingerabdrücke. Das sieht aus wie, dass man hier gerne sein möchte. All this blood. Yeah. Of course, I need the key. Ja, ja, klar. Natürlich brauchen wir wieder einen Schlüssel. Selbstverständlich. Ach du Scheibenkleister. Brauche ich hierfür auch einen Schlüssel? Ach, hier komme ich nicht durch. Das ist ja schön. Die Inneneinrichtung ist ja ein Traum. Ja.
Lass mich raten, wir müssen jetzt nach hier oben. Wow. Ein Notebook wurde geupdatet. It seems to be a medical facility under renovation. But why this is... Was? Why is there nobody around? I need to find something to cut the chain block blocking the exit. Also wir brauchen... Blatt, das hast du ja. Also wir brauchen hier so ein Seitenschneider. Kann ich hier durch? The steam is too hot to pass. Okay, das heißt, wir müssen erstmal... Oh, wir müssen erstmal irgendwie das Ding abschalten. Gibt's hier irgendwie irgendwas, wo ich das abschalten kann? Von hier aus. Wahrscheinlich nicht. Hier unten? Was war das? Kann ich hier irgendwie... Nein, kann ich nicht. Kann ich... This is out of service. Oh, ich kann auch keinen anrufen. Ach, hier geht's auch noch weiter. Ich dachte, hier wäre Ende gewesen. Aber nein, natürlich nicht. Note from the receptionist. I can't find the keys for the receptions. One of the patients must have taken them while I was distracted. While I was distracted, check the rooms near the office. Love, K, P.S. Malcolm finally invited me to the pub. Okay. Gut, wir müssen also auf jeden Fall uns die anderen Räumlichkeiten in der Nähe von der Rezeption anschauen. Na, ist ja ein Träumchen. Toilets! This is... Was? Oh, Bianca! Oh. Muss doch nicht, oder? Also klar. Also, oh Gott. Okay. Wir gehen weiter. So, hier oben ist nichts, ne? Also hier ist oben alles gut zugestellt. Kommen wir nicht hin. Okay. Aber wir müssen hier jetzt... Ach, guck mal da. Da ist das Ding zum Abschalten. Und da ist noch eine Filmrolle drin. So, und hier in der Nähe soll irgendwie... Geht's denn etwa hier? Ja. Jetzt können wir hier weiter gucken. Ist ja gar nicht unheimlich. Patients report. The pills that had no positive effects on Steve. Ja. He continues to believe that we are inside a simulation. Klingt ganz nach Steve. We live inside a horror tale and someone from the future is using a computer to control our world. He claims that even the asylum doesn't have an original structure, but is the same as in other horror stories. Dr. Ja, Punkt. Ja, also Stevie hat ja manchmal so ganz wilde Theorien. Die Tür geht auch noch auf. Ach du Scheiße. Ja, da sehe ich Steven. Steve. Ist auf jeden Fall... Oh Gott, ist ja... Okay, wir gucken uns mal ein paar... Was ist das denn? Hold left to rotate. This is not your world. Okay. Kann ich das hier... I don't have a lighter. Oh, wir kriegen noch ein Feuerzeug. Patient Jen Obsern. Okay. Okay. Hello? Er atmet. Oh Gott. Er atmet. Patient Justin Kedef.
nee, jetzt hat er die Tür zugemacht. Jetzt ist doch jetzt Simply Lock. Ich komme nicht mehr raus. So ein bisschen unangenehm, so ganz leicht. Page from Justin's Diary. Diary, why is the place full of candles? I feel trapped with all these fire around me. Me and Dan share the same candle, but I always turn it off. Sam sleep in front of me. His candle is always on fire. I asked Jan to turn off his. Tom B has never lit it. Leider obtain. Kann ich mich auch ducken? Geht das? Oder so, nee. War das jetzt ein Rätsel, dass ich hier irgendwie die Candles ausmachen muss von wegen der Reihenfolge? Also, das ist hier Justin. Justin's Diary. Me and Dan share the same candle, but I always turn it off. Sam sleeps in front of me. His candle is always on fire. Okay, wer war jetzt nochmal hier? Jan. So, was hat Jan? I asked Jan to turn off his. Er hat ihn gefragt. Hat er es aber auch gemacht? Weil hier ist ja dann Justin. Dann ist das hier Dingensbummens. Dann muss ich den hier ausmachen, richtig? Und er hat ihn gefragt, ob er das ausmachen könnte. Aber hat das auch ausgemacht, ist immer die Frage? Ich glaube nicht. Okay, das ist, scheint noch nicht die Lösung gewesen zu sein. Wenn ich das jetzt hier ausmache und... The Nightstands are open? What is the Nightstands? Ach, die Dinger sind jetzt alle offen. Jawollo. Okay, hier haben wir noch eine Figur. Sind anscheinend Collectibles. Hier haben wir noch eine Notiz. Patient's report. Justin continues to delirium, saying he sees candles around him. Hallucinations are become more frequent among the patients. There is only one candle in the room, and it's the regular one. In every room there is one. Okay. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ist für mich okay. So, wir haben jetzt auch nur eine noch an. Ist das nicht die richtige gewesen? Also, oder muss ich die hier wieder anmachen? Und die dafür aus? Nee. Hier liegt ja auch noch eine Kerze drin. Also können wir die mit... Something is missing. Ja, hier würde ich sagen, hier fehlt die Kerze. Oder? Also hier fehlt die Kerze von hier drinne. Oder muss ich jetzt einmal alles ausmachen? Oh, bitte nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Lol, er ist... Oh, er ist weg. Oh, hier ist noch ein Key. Cabinet's Key for obtained. Okay, warte mal, das dürfte ja denn der Key hierfür sein, ne? Und jetzt muss ich die ausmachen, richtig? Oh, das ist aber unangenehm. Die nächste Tür, die offen ist. Ich dachte gerade, es wäre einfach... Oh Gott, okay. Ach, guck mal, hier ist eine Therapiebehandlung mit ein bisschen Elektrizität. I don't have any film. Ich weiß schon, was wir wieder müssen. Oh no, 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 no. Wir müssen zur Rezeption, um den Film zu machen. Also da rein. Haben wir jetzt eigentlich den Rezeptionsschlüssel? Haben wir den? Moin, da hinten ist auch gar nicht... Er ist weg. Er ist hier. Notebook. Okay, wir checken Notebook.
What was that? I'm not alone in this place. I must stay focused. Focus. Closing the value in the reception is my priority. I need to check upstairs for a bolt cutter. Ja, ja, dazu müssten wir aber erstmal in die Rezeption kommen. Ja, so ein bisschen. Oh, wir kommen jetzt da rein, okay, cool. Cool, 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 cool. Hier haben wir. Emotional damage! Oh, Mutti! Ist wirklich für mich emotional damage. Oh, okay, wir lesen uns hier nochmal. Was. Was? Als ob ich jetzt das. Okay. Police about the event. Police Commander Mark Ruffalo made his statement regarding the event which happened on the morning of dem 10., also 13.10. Many people disappeared and the commander's words were, we have no clues that can lead us to the missing subject, but we are working hard to find them. We are also collaborating with scientists to have a complete assessment of the place of the event. We do not exclude paranormal activities. Genau. The church and its community continue their protests against the heads of the psychiatric hospital, accusing them of carrying out experiments with a corpse of decayed patients instead of giving them a proper burial. Was? It is rumored that the uncertain provenance of patient 23 may have caused something unknown to use during the operation on his dead body. Many fear a twist of alien origin. Okay, zum Glück haben wir ja den Film gefunden von Patient 23. Haha, den können wir uns ja dann angucken. So, wir machen mal hier die Düse aus. Dead. Okay, der PC ist einfach nur tot. So, hier hinten stand vorhin einer. Jetzt ist die Frage, gehen wir nach oben und gucken nach einem Bolt-Cutter? Oder gucken wir uns, komm, wir machen erstmal ein bisschen Movie-Time, oder? Wir schauen uns doch einfach jetzt erstmal kurz den Kurzfilm an von Patient 23. Das wäre doch eine schöne, ist doch eine schöne Abwechslung. Patient number 23. The only name we know about him. A farmer found him in the middle of a crop circle in his farm during summer. Police couldn't verify his identity. He was out of his mind. His eyes were empty and lost, as if someone had taken away the soul from his body. They decided to bring him to the asylum in the city to try to help him. But there was no hope for him. He died in the first week of October due to unknown circumstances. The doctors didn't bury him, but decided to use his body for research purposes. They planned an operation to open his brain. The operation was performed on the 13th of October, the same day that what is called the event occurred. Na, ist ja toll. Ist ja. Wir gucken mal kurz, was uns das ne? Patient 23, an operation to open his brain. This shouldn't have touched his body after death. Whatever that guy was carrying inside himself, it wasn't something good. I'd like to remember I could find more films around somehow. Or not. Ich wäre für or not. I must leave this place as soon as I can. Seh ich auch so? Ja. Okay, wir probieren's. Wir gehen upstairs und gucken nach so einem. Nach einem Bolt Cutter. Was sind das für Zeichen hier an den Wänden? Die Kerze ist ausgegangen. Mach die Kerze an. Oh, ist aber schon unangenehm. Also, ich krieg schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Oh, ich sehe auch so wenig mit dieser Pups-Taschenlampe.
Ah, der nächste Raum. Was? Hieß. Hier. Irgendwas. Hä? Also hieß. Hier. Dave. Warum? Bitte. Mach es nicht. Patient Edgar Honovich. Patient 23. Aha. Hier lag Patient 23. A note. Demons there. 23. Hm. Was ist das? Also, warum? Okay, wir gehen weiter. Fuck you. Oh! Mann! Ist aber, hätte ich das jetzt hier mit Stevie gespielt, ne? Der wäre wieder ice cold gewesen, wenn er nicht der Spielende gewesen wäre. Und hätte gesagt, ja, ist ja gar kein Problem für mich. Ich ziehe das Ding hier komplett durch von A bis Z. Gar kein Problem. A note from someone. I managed to steal some stuff from the church on our last visit. I've read in that demon's book that it's possible to make a ritual to evade illusions and mind control. I just need a dagger and something else I don't remember. Ja, hört doch auf, solche Bücher A zu klauen und B, irgendwelche Rituale aus diesen Büchern durchzuführen. Ja, lasst es doch einfach sein. A note from a construction worker. The bolt cutters are gone. I don't have time to look for them myself. Check on the table at the end of the corridor. Ah, see you at the pub, Malcolm. Mhm. War die Tür nicht gerade noch zu? Jetzt ist er offen. Ja. Eine dezente Blutspur. Was? Zum Teufel war das? Bitte nicht. Oh, das ist not good. Gar nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Auf sich mit Gebrüll, nee, ist Wo ist denn jetzt hier der Boltcutter? No water. Ja, willst du mich jetzt... Jetzt bin ich... Ich wette, wenn ich mich umdrehe, kriege ich erstmal den Jumpscare des Todes in die Fresse. Okay. Oder auch nicht. Wo ist denn der Boltcutter? Hat er nicht gesagt, am Ende des Korridors? Warum ist der Korridor... Okay. Das ist okay. No water. Wait, what? Ja, das dachte ich mir jetzt auch gerade. Wir sind doch gerade schon mal... Hallo? Wo ist die Tür hin? Stevie hatte doch recht. Wir sind in der Matrix gefangen. Er hat gar nicht halluziniert, sondern er hat die Wahrheit gesprochen und keiner hat ihm geglaubt. Ja, no water. Wie oft muss ich denn jetzt hier... Also muss ich irgendwo links, rechts... Links, rechts abbiegen, wollte ich gerade sagen. Ach, ist ja wunderbar. Die Kinder waren auch hier und haben ein bisschen die Wände bemalt. Mit Handfarben. Also... No water again. Ja, ja, ich weiß, dass wir hier irgendwie die ganze Zeit keinen Water haben. No, God! No, God, please, no! 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 Genau meine Worte. The torch doesn't work. Mm.
gehen wir doch mal hin. Vielleicht möchte er mit uns reden. Hallo? War das jetzt Stevie oder wer war das? Oder Patient 23? A note. You behind 23. You behind 23. Was? The torch doesn't work. Oh no. Okay, wir gehen dem creepy Gang lang, denke ich. Und drücken da dann den Lichtschalter? Mal wieder? Okay. What is... was? There are symbols. There are symbols, genau. Three symbols steht da. Ja, also einmal so ein Kerzenständer, dann so ein Ring und einfach Geglibber. Okay, und da müssen wir jetzt Utensilien hinpacken, oder? Ach du Scheiße. Gut, machen wir wieder zu. Hallo. Ja. Das macht richtig Sinn, diese Türen. Also, wenn ich mir mal so eine Psychoanstalt mir mal angucke, freue ich mich auch darauf, solche Türen zu finden. I need a key. Also für die Tür, die gerade noch offen stand, bräuchte ich einen Schlüssel. Okay. The light reveals the symbol above the doors. Was? Was? Wie? Wo? Was? Muss ich die jetzt, also muss ich irgendwelche Türen aufmachen und dann öffnen sich die anderen? Oder wie? Ich muss mir das jetzt merken, wo die Positionen sind. Oh nee! Okay. Das sieht nicht richtig aus. Das sieht aus wie, was wir haben. Und das sieht aus, was wir haben. Das nicht. Das auch nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Nee. Nee. Das könnte es sein. Das auch nicht. Das auch nicht. So, wir haben Geglibber. Und wir haben das da. Und wir haben das da. Okay. Das heißt, wir müssen uns merken, von hier aus die vorletzte Tür auf der rechten Seite und am Anfang die erste Tür rechts, nee, die erste Tür links und die zweite Tür dann rechts. So, die erste Tür links, richtig, dann die zweite Tür rechts und dann die vorletzte Tür rechts.
Richtig? So, warte, ist die letzte, denn die hier. So, und jetzt? Ist doch, war doch richtig, oder nicht? Oh, ich krieg Gänsehaut, das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und muss ich jetzt eventuell das Lämpchen wieder anmachen? Hab ich was falsch gemacht, Chat? Also wir haben doch hier die erste Tür links. Das Ding haben wir doch auch, safe. Die zweite Tür rechts. Oder war das, habe ich mich hier hinten getäuscht mit dem Symbol? Das da, das da. So, das sieht aus wie, genau, okay, hat die Klingel da unten. Ist doch aber der hier, oder? Ja, ist doch der. Wir machen es nochmal. Einfach, weil es so schön war. So, erste Tür links. Ist auch richtig, oder? Wir drücken nochmal ganz kurz hin. Ach, zweite Tür links. Also die hier. Okay. Oh, okay. Hallo? Sie haben eine wunderschöne Zelle. Du kannst ruhig, du mach da dein Ding. Ich will nur den Zettel hier lesen. Notes written with blood. It's playing with your sanity. The church was wrong about where they come from, but their methods still seems to work against them. Find the book and the Kalis, was auch immer das ist, take the dagger with you. Complete the symbols ritual with all of the three to get out of this place. If you ever leave, tell my father, Edgar, you found me dead. Was möchtest du mir geben? Dagger obtained. Also, ich weiß ja nicht. So Unterhose wechseln wäre vielleicht auch ab und zu mal gut angebracht. Einfach so. Hast du noch eine Notiz? Darf ich die lesen oder eher nicht so? Wahrscheinlich eher nicht so. Schade. Schade. Ja, nun, think about it. Mein erster... So, das heißt, ich kann jetzt mit dem Ding... Warte mal, ich hab noch eine Dings bekommen hier, eine Notiz. I don't want to end up like this guy. He wrote about a ritual and his father's Edgar. Do I know these people? Maybe I can manage to reach the end of the corridor and get that bolt cutter. Ja, das wäre schon cool. So, jetzt ist die Frage. No. No. Was? What? Oh. Ja. Okay. Cool. Ich laufe jetzt an der Decke. Völlig normal. Unknown key. I guess I... Was? I don't need it anymore. Ah, ist ja ein Träumchen.
Okay. Okay. Hey, oh. Oh, Freunde, wir machen mal hier ganz ein auf easy, oder? Also, müssen, also, ne? Ich das hier einfach, what the, ja, also, welche Tür muss ich denn jetzt damit öffnen? Locked. I must leave this place, yeah. Are these, oh Gott, er kann nichts, damn. Ich hab ne Bibel. Gut. Geben wir die Bibel ab. Oh. Ich wollte gerade sagen, cool, aber es ist gar nicht so cool. Ich krieg euch alle, ja Dave, du, also mit den Alerts kriegst du auf jeden Fall. Maybe the torch is working now. Mhm. Mhm. Boah, ich bin ein bisschen angespannt. Ja. Kann ich die einfach hier wieder hinpacken? Geht das? Ach, guck mal an. Das würde sogar funktionieren. Das ist ja nice. I can't open it. Gott, ich bin... Das ist gar nicht... Fuck you. Ich bin gerade erschrocken dafür, dass die Tür aufgeht. A note. Real not... Was? Real not... Was? Real not is... Is wall... The... Through pass and click the hold... 21. Was? Ich verstehe die Note nicht. Wo ist denn der Typ hin? Ach, er sitzt noch hier. Cool. Notes written with blood. The time here it's not the same as we know it. How long have I been here? No hunger, no pain, no sleep. Death would set me free. Ja. Das tut mir echt leid für dich, mein Freund, aber ja. Okay, kann ich hier das Licht anmachen? Achso, I don't. Okay, dann muss mir die Notiz. Also die Notiz. So, wir müssen uns die Notiz nochmal durchlesen. A note. Real not is wall. Real. Real not is wall the. Also the wall is not real. Hold the Kellys and pass through. Ja, ich habe aber die Kellys nicht. Also, dann muss ich erstmal die hier holen. Und dann kann ich da durch, oder was, ja? Also, okay, cool, probieren wir es aus. Ja. Ich kann aber hier nichts an... Also... Ich raff es nicht. Ich dachte, das wäre... Kallis obtained. So, wenn ich jetzt die hier hinpacke. Das ist doch genau das, was ich brauche, oder nicht? Um... hier durchzukommen. The wall is not real. Hold the Kallis and pass through. Wie kann ich das forcieren, dass ich mit dem... The wall is not real. War... okay. Okay, okay. No way on this... ja? Ich sehe... nichts. Da hinten ist Licht.
Oh, guck mal. A note. Now door the close. Close the door. Gut. Closen wir the door. Ach du Sch... Ich... Das war wahrscheinlich die Door gemeint. Hallo? Oh Mann. So, wie komme ich jetzt denn wieder in mein ursprüngliches... Thanks for playing the demo. Leaving a honest review would be help me work a lot. Don't forget to wishlist if you enjoy playing. Press P and quit the game. Soll ich das jetzt wirklich machen oder ist... Also ist das Game jetzt wirklich vorbei? Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob das jetzt wirklich der Fall ist. Okay, ist wirklich der Fall. Okay. Ja gut, dann quitten wir das Game. Are you sure you want to quit the game? There's no saving during the demo or the progress will be lost. Okay, vielleicht doch nicht. Weil wir doch noch was machen können? Ich weiß es nicht. Press P and quit the game. Okay, cool. Nee, dann, yes. Okay, ich werde sofort rausgeschmissen. Krass. Nice Spiel. Also, muss man mal ganz klar sagen. Atmo stimmt, Grafik stimmt. Ich habe mir eingeschissen ein bisschen. Wenn ihr wollt, dass wir das Spiel spielen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaltet wieder ein bei einem nächsten kleinen Minigame und, ja. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.